Guten Morgen, hallo Freunde der NRW bei 18. Es fängt an zu regnen. Oder habe ich das jetzt gerade geträumt? Die Tropfen. Ja, es fängt an zu regnen. Wie geil ist das denn? Ja, wir sind im nächsten Teil angekommen. Mein Hals kratzt immer noch. Und ja, was soll ich sagen? Die Streiks, die werden ausgesetzt. Ja, ja, so sieht's aus. Nichtsdestotrotz, ja. Ich mache weiteren Rufbereitschaft und... Oh, kann ich das... Für einen Dollar bin ich bekloppt. Mach weiterhin Rufbereitschaft und bin deswegen auch jetzt nicht am Streiken und für euch eigentlich im Einsatz. So, du sitzt hier während... Kann ich dich umschmeißen? Nein, okay. Komm, steck mal die Waffe weg. Nein, du sollst die Waffe wegstecken. So. Ja. Für euch jetzt sozusagen an zwei Fronten im Einsatz. Einmal hier im Let's Play und natürlich einmal auf der Arbeit. Oh, guck mal, hier sind Toiletten. Kann ich da rein? Nein, schade. Lassen wir uns mal überraschen, was bei dieser Schlichtung bei rumkommt. Oh, was? Schnipsel? Speicherplatz? Wieso wird denn jetzt gespeichert? Schnipsel gesammelt. Briefschnipsel gesammelt. Teil eines Geständnisses gefunden. Sammle alle Briefschnipsel um den Mord an... Was ist hier so ein Mord passiert? Oh, geil, guck dir das an. Wäre jetzt cool, wenn er jetzt irgendwie noch so einen Schirm oder so aufmachen würde. Ja, cool. Hat sich das gelohnt, hier hinzugehen? Nee, da nicht. Er rennt ein bisschen komisch. Also er schlägt unheimlich heftige Winkel, wenn wir in kurzer Distanz einfach die Richtung ändern. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, aber wie komme ich jetzt hier verdammt nochmal wieder runter? Da lang? Nein, endlich. Oh, guck dir das Riesenrad an. Oh, ist das schön. Weg. Die haben ja auch alle ihre Stände verlassen. Natürlich. Boah, wie geil. Boah. Jetzt geht's los hier, ey. Jetzt geht's los hier. Guck dir das an, wie geil das aussieht. Nicht schlecht. Na, du sollst die Waffe wegstecken. Hallo, ich will mit der Achterbahn fahren. Wo kann man sich denn hier anmelden? Da hinten wahrscheinlich, wa? Die sind auch außer Betrieb. Och man, ist jetzt hier alles außer Betrieb oder was? Wo geht's da hinten hin? Ja, hier. Exit. Oh, cool. Mit, was hat der denn da mit Badelatschen? Jawollo! Ich will einmal Achterbahn fahren. Ja, ich. Nein. Um die Fahrt zu überspringen. Nein, nicht bekloppt. Wie geil ist das denn? Rollercoaster Tycoon. Und. Ja, oh, was ist das denn? Was war das denn gerade? Und vor allen Dingen, wer schreit da? Wir saßen alleine auf der Bahn. Ist alles nur Helix hier. Naja. Naja. Wieso bin ich denn jetzt gleich hier unten? Das ist ja blöd. Naja. Aber immerhin. Hätten wir das auch. Der mit deinen Ballatschen hier. Hat der keine richtigen Schuhe? So. Wo steht denn hier... Oh. Was steht denn da Feines? Ach ja. Man kennt es. Man liebt es. Wow. Die Kiste kennen... Moment mal. Die Kiste kennen wir aus GTA 4. Das war nämlich von unserem schwulen Freund, war das, glaube ich, eine... Ne, da geht's nicht raus. Ein Geschenk, dass er uns nämlich dieses Auto in Orange, doch hier, überlassen hat. Nicht schlecht. Oh, nein, nein, nein. Shit, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist keine offizielle Straße. Weg. Weg. Ah, hier bin ich, okay. So, jetzt müssen wir erstmal auf die Karte linsen. Wo sind wir denn hier überhaupt? Laster. Na, okay. Fahren wir mal zum ewigen Laster.
Wow, die Musik ist auch nicht schlecht. Wow, Gegenverkehr. Wow. Ey, hier muss aber fahren können. Jetzt auch noch Regen dabei. Nein, 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 nein. Oh, nö. Blöder Stromkasten. Ja, oh mein Gott. Da konnte ich jetzt echt nichts für. Wow. Elegant um alles drumherum. Und dann die Auswahl nicht gekriegt. Hey, ihr müsst zugeben, ich werde besser. Also ein bisschen loben muss ich mich schon. Oh ja. Ja. Oh, das macht Spaß. Das nein, 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 nicht da rumfahren. Was machst du denn hier? Hau ab. Der hat mich überholt. Die Saftschnecke. Die Saftschnecke kriege ich. Habe ich doch gesagt. Oh, der hat noch was. Moment, ich kann die Sachen aber nicht. Ja, sorry. Nein! Nein, 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 nein! Steig ein, steig ein, steig ein! Scheiße! Und habe ich das Spiel letztens so gelobt, dass ich hiervon in Ruhe gelassen werde? So ein Kack. Jetzt fahre ich doch noch geradewegs auf einen drauf zu. Mann, hau ab! Da kommt wieder ein Kopf. Ich hoffe mal, dass, wenn ich die Mission da annehme, dass mein Status dann weg ist. Meine Güte, ey. Weißt du, hier sind überall null Cops und wenn man dann einmal wieder der arme Wagen, wenn man dann einmal was gemacht hat, aus Versehen natürlich, dann kommen sie alle. Da jetzt rein oder was? Da. Und dann hier, oder was? Wo denn? Ne, aussteigen. Eieiei. Wo ist denn hier dieses verdammte... Oder kann ich die Mission jetzt etwa nicht annehmen, weil ich Cops habe? Nein. Oh Gott sei Dank. In Gruppe 6. Okay. Und der Status ist weg, habe ich doch gesagt. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat.
I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Eieieiei. Wie ein reiches Mathe-Genie. Na, hervorragend. Und unser Bums ist weg. Unser, ne? Wie heißt es? Fahndungslevel. So, wo steht denn jetzt hier eine Karre? Da. Komisch, irgendwie immer dieselbe. Naja. Was, und der Rucksack? Ist weg, oder was? Machst die Tür zu? Danke. Aber es ist wenigstens wieder trocken. Das ist schön. Ja, Lester, wir müssen ja jetzt aufgrund des, kleinen Fauxpas mit diesem wunderschönen Haus, müssen wir jetzt gucken, dass wir ordentlich Geld machen, denn, der Eigentümer möchte sein Haus wieder in Schuss gebracht haben und dazu brauchen wir Kohle. Und deswegen der Besuch bei unserem alten Freund Lester. Das alte Lester-Maul. So, Mikey, habe ich jetzt hier gerade schon gehört, wird er genannt. Schick, schick. Auf jeden Fall eine coole Abkürzung. Ich meine, ich kann ihn auch Michael Long nennen oder, ne? Knight Rider. Könnte ich, mache ich aber nicht. So, ich bin mal gespannt, wie lang der Teil jetzt hier wird. Ich habe nämlich, King heißt, ne. Ich habe vor, nicht allzu lange Teile zu machen. Denn, erstens dauert das dauert es unheimlich lange, bis der Teil dann gerendert ist, weil ich nehme hier das gesamte Let's Play in 1080p auf. Ja, der NRW über 18 hat tatsächlich mal investiert, weil ich habe gedacht, so ein schönes Spiel, das muss man einfach würdigen mit 1080p. Danke! Das ist ein schönes Car. Shit fucking Car. Schönes, funkelndes Auto. So, da bin ich doch, wo ich hin will. Toll, jetzt, wo die schöne Musik war. So, und jetzt hat er den Rucksack auch wieder. Naja, okay. Da sind wir. Rein mit dir. Guten Tag. Entschuldigung. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Alright. Kauf dir passende Kleidung. Woher soll ich wissen, was hier passende Kleidung ist? Holla. Wie ein reiches Mathe-Genie. Naja, ich stehe ja eher auf Orange, deswegen kaufen wir das. Dignity aside, I think that might just work. Okay. Good luck at the interview. Bye now. Cargo Shorts. Soll ich die jetzt echt anlassen hier? Nee, wo haben wir denn hier Hosen? Da hinten. Was haben wir denn da? Was? Ich kann ja gar nichts. Oh, das ist doch blöd. Na gut, dann eben nur so. Aber netter Laden, muss man sagen. Werden wir uns dann vielleicht mal bei gegebenem Anlass nochmal drum kümmern. So, einsteigen. Mikey.
Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind ein paar Reifen verklemmt. Michael, I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Oh, super. Das heißt, ich muss irgendwo wahrscheinlich ein Hintertürchen finden, was? Ach. Ah, da war schon wieder Motorradfahrer. Schade. Nein, 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 nein. Na, fast. Ich finde es nur scheiße, ich meine, hier seht ihr das ja, dass die Hecke hier undurchfahrbar ist. Also, es ist sozusagen eine Betonhecke. Das finde ich so ein bisschen schade, das hätte man echt schöner machen können. Man hat ja auf so viele Kleinigkeiten geachtet und dann, naja, reden wir nicht drüber. So. Yo! Aha. Hier oder was? Ja. What the fuck, dude? Zum Hintereingang. Wo soll der sein? Hier oder was? Life Invader. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do. You know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Folge dem Programmierer. So leicht kommt man hier rein. Das ist ja mal herrlich. Na, geh vor. Ich bin direkt consultant when we release. Consulting consultors. Ja, ja, noch weiter nach oben. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Das ist sowas wie Facebook hier. Mache deine Arbeit zu deinem Zuhause. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, oh, you've been at it on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You got your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Mann, ey. You want to take a break for some air guitar? Give me the wink, bro. Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? There you go. Antivirenprogramm. How about I run the antivirus software? And scan we scan. There it goes. Boah. Meine Güte, ey. I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. Scan. Bear with me, all right? Aha. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Wie geil. Naja, das ist verkehrt. Ich glaube, ich muss hier rein.
Jupp. Jupp. Oh, nice. Den Rucksack, den Rucksack, den Rucksack! Nimm den verdammten Rucksack mit! Dann nimm den Rucksack mit! Du hast den Rucksack vergessen, Mann, siehst du das nicht? Oh, nimm ihn doch! Oh, wie blöd muss man sein. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie so was Geskriptetes, damit man jetzt einen Hinweis auf ihn hat und dass wir jetzt gleich wieder flüchten müssen. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Goodbye. Oh wei, oh wei. Invader-Gaffee? Nein, schade. Mann, jetzt geh doch! Hier gleich passiert irgendwas. Irgendwas passiert hier gleich. How's your air guitar? Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive aggressive note on it. Yeah, yeah. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing thief. Oh wei, was für ein crazy Laden. Das soll's echt gewesen sein. Tatsächlich. Michaels Haus an. Tschüss. Das ist ja mal krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier noch irgendwas passiert. Aber es passiert nichts. Hey, Michael, hold on, hold on. Domed, I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, the phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hold up. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Na, bin ich ja jetzt mal gespannt. So, traut zu seinem Glück allein. Wo ist denn jetzt hier mein Wohnzimmer? Ah, hier. Oh my god, you guys are so lame! No, I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! No! Give it up! What is that? I've never seen someone that much trash before. Fantastic! The most racist guy in America. Das ist ja echt. Lautstärke, Perspektive. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. J. Norris to the stage. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und ruf ihn dann an. Hey. This company has come ja, und wie? A long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Yes, sir. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh, oh, God! Security! Oh, Jesus! Whoa! No, 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 let's... no, 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 no. Whoa! Whoa!
Alter! Leck mich! Dreimal von hinten. Keine Pop-Ups. Oh. Maike kann sich bei dem in sein Schlafzimmer umziehen. Lest! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Wir müssen uns also umziehen. Oh wei, oh wei, oh wei. Was war das gerade? Moment mal, das ist doch das Zimmer von unserem Sohnemann. Falsches Zimmer. Was haben wir hier? Oh, das Badezimmer. Da hinten ist es. Meine Güte. So. Mein begehbaren Kleiderschrank. Wie geil ist das denn? Einen Anzug, da. Anzug. Ja, sehr schön. Blau ist immer schön. Wurde aktualisiert. Sehr schön. So, Anzug ist check. Und Freunde, wie es hier weitergeht, das erfahren wir alle im nächsten Teil. Also bis dahin, NRWBoy18. Adieu.